Guten Abend, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist mal wieder der und so wärmt der Nachrichtenkanal mit den aktuellen News. Und wir kommen zur Promi-Welt. Sein Gesicht kannte in Deutschland fast jeder, seine Stimme erst recht. Nun ist der Schauspieler und Synchronsprecher Rolf Zacher mit 76 Jahren gestorben. In einem Hamburger Pflegeheim, wo Zacher seit einem Jahr lebte, sei er friedlich gestorben, bestätigte seine Lebensgefährtin Carola Blendermann. Als Flüchtlingskind im Zweiten Weltkrieg in Berlin geboren, wuchs Zacher in Brandenburg auf. Getreu dem Motto »Lachen ist der Weg zum Leben« hat sich der gelernte Bäcker von den Zeiten, in denen er sich als Barmixer, Sänger, Musiker und Tänzer durchschlug, in die Welt der Film- und Fernsehstars hochgearbeitet. Er synchronisierte Hollywood-Stars wie Robert De Niro und Nicolas Cage. Schon gewann er den Bundesfilmpreis für seine Gaunerrolle in Reinhard Rauffs Endstation Freiheit von 1980. Später nahm er Drogen, saß eine Zeit im Knast. Und Anfang 2016 landete er im RTL Dschungelcamp. Kurz zu seinem 75. Geburtstag zog er Bilanz. Seine Worte sind: Ich habe wunderbar gelebt. Das war's vorerst mal wieder mit den aktuellen News. Wir sehen uns wieder bei dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich noch einen angenehmen Abend.